Die Straßen waren einst voller Menschen. Als Alex sagte, ich wäre heiß, war das ihr Ernst? Okay, ich kann oder aber hat leider sie das nichts... nur so gesagt? Kann er leider nichts zu sagen. Oh, wow. Steph sieht ja mega aus. Der Seelensaphir ist hier und steht zum Verkauf. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Vergesst es. Vielleicht können wir mit ihr ja handeln. Falschen. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Für meine Hand in der Ehe. Für umsonst. Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Und ihr solltet wissen, ich würde es nicht anbieten, wenn ich es nicht meinte. Ich meine... Wollte ich gerade sagen, Kitty! Oh Mann! Also, ich kann meine Rolle perfekt, oder? Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte von einem magischen Fisch, der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Eine magische Fischschuppe. Beeindruckend. Nun... Hier ist mein Teil der Abmachung. Ein paar Sterne in die Kleidung. Nur noch ein Juwel übrig. Bei 5 Sternen bist du der ultimative Bade. Also ist da ganz bestimmt ein Troll bei der östlichen Brücke. Denkst du, wir können einen Troll besiegen? 3 Gold, bitte. Okay. Die Sachen haben wir halt alle schon, ne? Wir haben mehr als genug Schriftrollen. Wir brauchen da nicht noch eine kaufen. Sie ist komplett perplexed, ey. Alter. Vor allem, ich hab das Gefühl, wir binden den halt mit 2 Leuten an. Das ist viel schlimmer. Wenn ich mich entscheiden musste, dann habe ich ein ganz großes Problem. Hey, wir haben die Komponenten für Sonnensilber gefunden. Es sind Eisen, Goblinerz und Feuerpuder. Doch, Tolle des Vorteils, ja. Die habe ich gesehen, kurz bevor du sie aufgehoben hast. Gut, ja, ne? Die Anerkennung gehört dir. Du bist beide zweite Nummer ab 10, wird's interessant. Boah, dafür, ganz ehrlich, das wäre mir viel zu stressig. Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Der Lauf war so super. Ich bin stolz auf mich. Wow. Freut mich für Sie. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe?
muss meine Mitgliedschaft in der Bardengilde erneuern. Ja. Okay. Mitgliedschaft in der Bardengilde erneuern. Bist du sicher, dass du da drin bleiben willst? Ich kann langsam nicht mehr sitzen, ey. Wer weiß, wie die Baden die erneuern. Ja. Ich kann es mir denken. Oh, hallo. Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Oma ist so ein guter Mensch. Das alles hat sie einfach nicht verdient. Genauso wenig wie Riley. Ich kann nicht ganz von ihr. Irgendwas verdient die wieder raus. Besser über alles über Baden. Ja. Hat das mit dem Stick geklappt? Von dir. Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ganz ehrlich. Die Ablenkung tut mir gerade richtig gut. Ist irgendwas los mit Eleanor? Ich habe erfahren, dass Oma krank ist. Sie hat Alzheimer. Oh, wow. Egal, lass uns über was anderes reden. Wie geht's Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Der ist hier irgendwo. Er ist eine echte Hilfe. Mac? Ja, er hängt sich richtig rein für Oma und mich. Ich bin echt froh, dass wir noch zusammen sind. Das ist gut. Willst du noch aufs College gehen? Nein. Ich habe abgelehnt. Oma meinte, ich soll es nicht tun, aber sie braucht Hilfe. Die Entscheidung war sicher nicht einfach. Nein. Ich wusste, was ich tun muss. Schwieriger ist, mit der Enttäuschung zu leben. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke nochmal. Ach ja. Also das hatte ich ja eben gerade. Okay, den Rest hatten wir alles tatsächlich angesehen schon. Ich glaube, da gibt es nicht großartig viel Neues.
Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Wie oft willst du dich noch wiederholen? Oh nein. Oh shit! Troll! Er hat ein Seelenjuwel. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Er besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Trollstaub. Bestäubte Trolle werden überaus freundlich. Eine Prise pro Troll. Oh, wagt es ja nicht. Besucher, ich liebe Besucher. Kann ich euch etwas bringen? Ein Glas Sumpfwasser? Oh, Schneckenchips? Schneckenchips, ne? Wie wär's mit dem Juwel? In deinem Gürtel. Ah. Sonst noch was? Sag doch etwas Nettes. Über uns beide. Du tust alles, was du tust, mit viel Bedacht und größter Sorgfalt. Ja. Und du? Siehst tief in die Herzen der Menschen. Doch das hält dich nicht davon ab, an sie zu glauben. Der Troll ist ein Emo. Genau. Der Troll ist ein Emo, okay. Das ist alles, was wir brauchen, oder? Der Troll ist ein Emo. Kommt gern wieder vorbei. Okay, der Troll ist ein Emo. Wir können jetzt zurück zum König. Ja. Okay, der Troll war furchteinflößend. Gebe ich zu. Ist doch keine Schande. Nur eine Tatsache. Selbst nachdem du den Staub benutzt hast, hat er mir Angst gemacht. Oh, da ist noch eine Schriftrolle. Brauche ich hier nicht mehr. Aber egal. Weißt du, wir hätten hier sämtliche Kämpfe... Hast du die Schriftrolle zuerst gesehen? Nein. Okay. Er ist mutig und er ist ehrlich. Ach ja. Schön. Ja, dann mal auf zum König. Das ist noch eine Schriftrolle. Brauche ich alles nicht, aber egal. Und her mit der nächsten Schriftrolle. Ja, aber die ganze Zeit, außer einmal. Oh je. Oh mein Gott. Das ist meine Mom. Taynor. Der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich? Das Schlimmste ist, Abenteuer? Ich kenne diese Stimme aus Barbie-Film. Der Waldgeist. Ich kenne diese Stimme aus Barbie-Film. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Ja. Seht nur, dort. Was ist das? Das Himmelsschwert. Das Himmelsschwert der Macht. Das Schlimmste ist, wir können bei sowas einfach nicht ernst bleiben, ne? Comics. Es hat den Knauf. Wir können bei sowas nicht ernst bleiben. Es tut mir leid. Und diesen Teil für die Juwelen. Das könnte ich irgendwie nicht... Wie haben sie das gemacht?
Kann ich es wirklich nehmen? Aber setze es bitte nur für Gutes ein. Um anderen zu helfen und so. Okay. No, Kinderstrahlen. Würde ich sag mal so, für meine Kinder würde ich es machen. Das ist halt eigentlich so die typische Bahnpost. Wow, die Steine sind halt mega cool. Ganz ehrlich, als Kind hätte ich das gefeiert. Oh mein Gott, das ist das cute, ey. Das ist das cute. Warum hat er eben keine Zähne? Ach du Scheiße. Jetzt ist es soweit. Square, was habt ihr da gemacht? Pass auf, gleich muss ich wirklich kämpfen. Dieser Schwert aus dem Steinartus. Das Schwert hier ist aber echt hübsch. Wow. Das hätte ich auch gern. Baden, dürfte ich um ein Lied bitten? Oh nein. Sei die Prophezeiung erfüllt, in unendliche Macht ist Fëanor gehüllt. Oh, es kommt wohl noch ein Kampf. Mein Gott, ey. Was geht da ab, ey? Und das ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie lange stream ich? 2 Stunden? Sturmbringer. Nett. Okay, es wird doch nicht umsonst, dass ich die Schriftrollen gesammelt habe. Ich werde das Schwert an mich nehmen und die Juwelen. Sturmbringer, der Untote. So untot sieht er gar nicht aus. Ich hätte wissen müssen, dass du König Tabor warst. Ihr Narren. Ihr habt die Juwelen, die ich brauche, gesammelt und sie direkt zu mir gebracht. Du liegst falsch. Die Juwelen sind jetzt Teil der Waffe, die dich erschlagen wird. Vielleicht die Juwele mit der Leuchtekrone. War das der Lichtkönig, der so eine Krone hatte, oder? Kam öfter so eine Krone vor. Ich bin bei WoW ja überhaupt nicht. Oh mein Gott! Square! Warum? Man merkt, dass sie Final Fantasy Spiele entwickelt haben. Ernsthaft? Ich dachte, die Spiele ist Twitch und nicht Final Fantasy. Alter, ich hab halt so krasse Final Fantasy Vibes gerade. Nicht gegen artige Krone. Ah, okay, dann habe ich wenigstens das richtig in Erinnerung. Alter, Falter, okay. Alter. Furchtbare Dissonanz. What the hell? Gegenstände. Schriftrolle des Vorteils. Ich meine, wir müssen ja mal Schriftrollen verwenden hier. Flammklinge. So, die aber fein, ja, aber wirklich, ne? Oh.
Verflucht sei dieses Feuer! Warte, was ist, wenn ich heile? Okay. Okay. Oh. Elektrischer Käfig! Nein! Verflucht sei dieses Feuer! Flammklinge! Erde, jetzt hast du noch mal zwei Runden Feuer. Unheiliger Blitzsturm! Wer sich mir widersetzt, stirbt! Verflucht sei dieses Feuer! Verstimmter Akkord! Hoch. Feuerwelle! Ich werde einfach mal alle Attacken irgendwie mal ausprobieren. Das war's wert. Das war's wert? Na ja, stimmt, da kriegt sie ja Schaden durch. Verflucht sei dieses Feuer! Schriftrolle der Heilung. Ja, geil! Ob ich das gerade so dezent feiere? Nein! Scheiße, jetzt habe ich halt echt Bock auf die alten Final Fantasy-Teile, ne? Jetzt habe ich echt Bock auf die alten Final Fantasy-Teile. Ja! Wir haben es geschafft! Ich kann nicht fassen, was gerade passiert ist! Der letzte Kampf war episch. Das Schlimmste ist, rein theoretisch hoffe ich ja bei Teil 4. Ja, aber ich habe schon wieder Bock, neu anzufangen. Ich installiere gerade FF3 auf meinem Emulator. Gabe ist tot. Gabe ist tot wegen mir. Es ist meine Schuld. Ich habe mega Bock auf FF1. Das ist ganz schlimm. Ich habe Gabe getötet. Ethan? Hör mir zu. Du bist nicht schuld. Wirklich. Du kannst nichts dafür. Okay? Charlotte? Hier drüben! Ich will Final Fantasy einspielen jetzt. Irgendwann spielen wir das nochmal und dann ziehen wir die Reihe durch. Danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben los. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. Alle haben gut mitgemacht. Aber schön, dass das cool fand. Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Es tut mir leid. Mir geht's gut. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur...
echt viel los. Das kann ich mir vorstellen. Sich für eine Zeit von Ethan zu verabschieden, der Laden, das ganze Frühlingsfest. Ich bin immer hier, falls du über irgendetwas reden möchtest. Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Bist du sicher? Weil du Gesellschaft möchtest? Ich sagte nein, verdammt! Hörst du nicht zu? Scheiße. Das war nicht okay. Wo kam bloß diese Wut her? Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum. Gay, das ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, um mich dann zu verlassen? Ich meine, verstehen kann ich so, ja. Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Okay. Aber jetzt, wenn wir was dafür könnten. Ryan, es ist deine Schuld. Du sollst uns beschützen. Warum konntest du es nicht? Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Gefühle nicht zulassen. Wann bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Ethan! Es ist deine Schuld! Warum konntest du verflucht nochmal nicht einfach hören? Du bist wütend auf Ethan. Du gibst ihm die Schuld. Ich bin eine schlechte Mutter, Alice. Charlotte. Charlotte. Ich hasse meinen Sohn, Alex. Nett. Er ist lieb und
und kreativ und das Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Es hat immer nur mich und ihn gegeben. Es hat so lange gebraucht, zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder dich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. So sieht's unterm Strich aus. Traurig, aber wahr. Nichts davon macht dich zu einer schlechten Mutter. Ganz gleich, was du fühlst, du gibst Ethan immer das, was er braucht. Und nur das zählt. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot! Und ich wünschte, ich wär's auch. Diese Wut bringt sie noch um. Und es gibt nichts, was ich sagen kann. Was, wenn ich ihr die Wut irgendwie nehmen kann? Ich kann das. Ich kann ihr ihre Wut nehmen. Was würde das mit ihr machen? Und mit mir? Und selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Wir versuchen's. Alles okay. Ist bei dir alles okay? Ja. Ja, ich... Ich denke schon. Scheiße. Bin ich ausgerastet? Es tut mir leid, Alex. Ich wurde irgendwie überwältigt. Sicher, dass alles gut ist? Ja, ich denke schon. Ich stand wohl neben mir. Das passiert offenbar, wenn man nicht schläft. Ich habe meine Skulptur zerstört. Es wirkt so verrückt hier drin, aber ich fühle mich... Wie fühle ich mich? Hey, geh nach Hause. Du bist erledigt. Ich meine es ernst. Mir geht es gut. Ich sehe dich heute Abend. Okay. Lizenz seltsam. Okay, okay. Pass auf. Wird Typhon von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische dreieckige Logo. Boom. Code geknackt. Hey. Alex.
Und wie lief die Sache mit Charlotte? Weißt du, ich glaube, sie würde wollen, dass es zwischen uns bleibt. Sorry. Natürlich. Muss dir nicht leid tun. Also, bitte sag mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Noch nicht, aber... Alex... Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. Das sollte ich mir wohl anhören. Ich muss es wissen. Sicherheitsdienst? Mac, ich bin's. Ich arbeite, Gabe. Lass uns später über die Sache reden. Darum geht's nicht. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungsradius. Scheiße. Er könnte dabei draufgehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davongeschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen, ihn zu finden. Mac, bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck. Du hast keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac. Spar dir das. Ich mach nur meinen Job. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Mac sich als der Gute herausstellt. Alex. Alles okay? Wir kriegen sie dran. Versprochen. Was soll das denn? Es ist alles egal. Es ist alles scheißegal. Er ist tot, verdammt. Fuck it. Ich muss mir das nicht geben. Ich sollte ihr nachgehen. Wir sind dann unten, okay? Vielleicht hast du nicht so gut, dass wir die Wut auf uns genommen haben? Denke ich mir nämlich auch gerade, Kitty. Denke ich mir auch gerade. Ob das jetzt so gut war? Aber ich wollte nur Charlotte helfen. Im Moment zählt nur dieser Wichser dran zu kriegen. Ich wollte nicht, dass du ihr Kind weißt, da hast. Ich, was ich brauche. Ich muss ihn unbedingt durchsuchen. Wir meinen, sein eigenes Kind zu lassen und dem eigenen Kind Vorwürfe zu machen, ist auch nicht so prickelnd. Ich wollte dir doch nur helfen. Jetzt habe ich die Scheiße im Hacken. Naja. Ein ungeklärter Fall und ein schales Bier. Das ist grobe alte Raffinerie, alte Müde und Aufbereitung, Mineneinsturz 2008. Ich hasse den Kleinen jetzt nicht. Aber ich glaube, wir können da noch besser mit umgehen. Wenn das mit mir passiert, was passiert dann mit Charlotte? Super wichtig für jede gute Ermittlung. Gabes Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. Lena, Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben.
Lina? Haven ist ihr Gebiet, Diane. Es ist ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben aufhält, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Rayas Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Wollen Sie das? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Also dachte Typhon, dass Rhea, was immer es auch ist, es wert war, unser Leben zu riskieren. Hoffen wir mal, dass Dianes E-Mail Aufschluss gibt. Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Ich habe sie gewarnt, Lina. Ich habe sie verflucht nochmal gewarnt. Wer ging unbemerkt los, weil sie darauf bestanden. Und jetzt? Jemand ist tot. Sie haben besser einen Plan. Ich gehe nicht deswegen unter. Zumindest nicht allein. Okay. Mhm. Also, es ist Rhea. Alter. Dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Ja, da unten drin unterhalten, euch habe ich es mir erlaubt, ihre Bewerbung für unsere Führungsposition zu beschleunigen. Ihren Einfluss voran, sobald sie die Situation in Haven unter Dach und Fach gebracht haben. Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Und Diane, tut mir leid davon zu hören, dass sie Probleme mit dem neuen Frachtführer haben. Ich habe mit einigen Leuten über die Reparatur der Bremsen gesprochen. Angesichts der anstehenden Erweiterung habe ich beschlossen, dass es leichter ist, ihnen einen neuen zu kaufen. Schicken ihn einen Frachtführer. Er sollte effizient genug sein, zwei Gruben umzuschlagen. Okay. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davon zu kommen so bürokratisch sein kann? Mr. sind dadurch die Inspektionen an ihre zwei Förderstellen festgelegt haben. Bitte lesen Sie die Informationen unten gründlich durch. Ich werde Sie in ein paar Tagen anrufen. Stillgelegter Kohleschacht. Inspektion angesetzt für 30.04.2019. Wir werden den stillgelegten Schacht betreten, um sicherzustellen, dass Typhon angemessene Versorgungsmaßnahmen getroffen hat, um das Land nach dem Einsturz zu stabilisieren. Dass die angemessene Prozedur Schachtschließung befolgt wurde. Ja, gut. Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Mhm. Jetzt nur herausfinden, was Rhea ist. Lina, hallo Diane. Ich darf annehmen, dass Sie Ihre Emotionen wieder im Griff haben. Meine Emotionen? Jemand wurde gestern Abend getötet. Aufgrund einer Entscheidung, die Sie getroffen haben. Ich denke, ich wäre an Ihrer Stelle jetzt sehr vorsichtig. Wessen Kopf, glauben Sie, wird wohl eher rollen? Ihre oder meiner? Wie bitte? Natürlich fühlen wir uns alle verpflichtet, Ihnen durch diese schwierige Zeit zu helfen. Es wäre doch zu schade, wenn jemand wegen dieses unvermeidbaren Unfalls zum Sündenbock wird. Natürlich. Sehr schön. Dann sind wir uns hier einig. Wer weiß noch von den Leuten auf dem Berg? Nur mein Sicherheitsmanager Mac. Er erhielt den Notruf kurz bevor ich Sie kontaktierte. Kann man ihm vertrauen? Ich denke, ich kann ihn davon überzeugen, sich loyal zu verhalten. Sehr gut. Es gibt nur eine Kontaktstelle und die haben Sie unter Kontrolle. Dann sollten wir das schadlos überstehen. Wir hören uns bald wieder. In Ordnung. Ich weigere mich, Diane nach allem, was war, zu bemitleiden. Aber, Mann. Taschenminengesellschaft Brandon hier. Hallo, ich rufe für das Amt für Land und Ressourcen an, um die Inspektion für nächste Woche zu bestätigen. Ich leite Sie weiter an Diane. Danke. Diane hier? Hi Diane, ich rufe an, um die Inspektion zu bestätigen. Das ist die Hauptverwaltung auf jeden Fall. Hatten Sie Gelegenheit, meine E-Mail dazu zu lesen? Hatte ich. Sieht alles gut aus. Freut mich zu hören. Dann bis Donnerstag. Mhm. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Es muss sehr viel von diesen Inspektionen abhängen. Typhon Mining? Diane? Oh, hey Joe. Wie geht's? Gut. Richtig gut. Ich habe ja eine Liste mit vielversprechenden Kandidaten, die wir besprechen könnten. Es sind etwa 40 Namen. Gute Arbeit. Frage ist jetzt, wie viel ich heraus, was Rhea ist. Also, Diane, kann ich ganz offen sein? Immer. Naja, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und also nach diesem Unfall da... Joe? Ich will mich bloß vergewissern, dass es wirklich Stellen gibt, die auf diese Leute warten. Mach dir bitte keine Sorgen. Wenn du qualifizierte Kandidaten für mich hast,
habe ich Jobs, die ich Ihnen anbieten kann. Gut zu hören. Wie sieht es Dienstagnachmittag aus? Um 3? Klar. Großartig. Dann bis bald. Bis später, Joe. Hoffentlich zahlt Typhon eine nette Abfindung. ACFC hier? Wie können wir Ihren Hunger stillen? Läuft die schicke Chicken-Gutscheinaktion noch? Aber sicher doch. Cool. Late Bloom, hier spricht Riley. Wie kann ich Ihnen helfen? Ey, Süße, ich bin's. Mac, hey, was geht? Ich hab Mittagspause. Du wirst nicht glauben, was Jamin heute Morgen mit dem neuen Dynamit... Ich bin mir nicht sicher, was den Teil hier angeht. Es ist Mac. Ist das Gabe? Hey, Mac, können wir später reden? Ich hab grad zu tun. Was machst du denn? Wir sehen uns nach der Arbeit, ja? Warte mal, warum ist Gabe da? Okay, bis später. Ich liebe dich. Riley, warte. Oh, Mac. Hi, Bill Klempnerei. Was kann ich für Sie tun? Hi, ich arbeite für die Typhon-Mine. Ich glaube, einer Ihrer Klempner war letzte Woche hier oben. Typhon? Einen Moment bitte, ich überprüfe das kurz. Ja, ich habe einen Eintrag bezüglich einer Abwasserblock... Ja, genau, das war's. Ja, also, Klingt ein bisschen wie Carol. Laut Bericht wurde das Problem diagnostiziert und behoben. Können Sie beschreiben, was Sie sehen? Ehrlich gesagt, nein. Können Sie uns nicht einfach nochmal jemanden vorbeischicken? Ich schicke Ihnen heute Nachmittag jemanden. Gut. Schönen Tag noch. Das bezweifle ich. Eklig. Typhon-Minengesellschaft, Diane hier? Hi, Diane. Rose aus dem Rathaus hier. Hey, Rose. Wie geht's dir? Ach, um diese Jahreszeit ist immer viel los. Hast du einen Moment? Ein paar Leute haben Fragen bezüglich der Erweiterung. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar davon beantworten und ich leite die Antworten dann weiter. Ich helfe so gut ich kann. Wie lauten die Fragen? Eine Sekunde. Okay, die erste Frage. Wie viele Jobs werden durch die Eröffnung einer zweiten Grube geschaffen? Wir fangen mit 25 neuen Stellen an. Aber wir rechnen damit, dass diese Zahl im ersten Jahr auf 45 ansteigen wird. Moment, das muss ich mir kurz aufschreiben. Alles klar. Weiter geht es mit einer Reihe von Fragen zu Verschmutzungsrisiken, Wasser- und Luftqualität. Wie sieht es damit aus? Ich leite das gerne an unsere Umweltabteilung weiter. Sie werden sich mit den relevanten Fakten und Zahlen bei Ihnen melden. Alles klar. Kein Problem. Zu guter Letzt wollen Sie noch wissen, ob mehr Minenfahrzeuge durch die Stadt fahren werden. Ja. Unsere logistischen Anforderungen werden mit der Erweiterung steigen. Aber um die Lärmbelastung zu minimieren, werden wir uns ausschließlich an genehmigte LKW-Routen halten und natürlich nie nach 18 Uhr fahren. Nie nach 18 Uhr. Vielen Dank, Diane. Das waren erstmal alle Fragen. War mir ein Vergnügen. Einen schönen Tag Ihnen, Rose. Dir auch. Diane ist echt gut darin, so zu tun, als sei sie ein Mensch. Mhm. Typhon-Minengesellschaft Brandon hier. Hallo, ich rufe... Ich habe keine Ahnung, wonach ich suche, ne? ...Ressourcen an, um die Inspektion für nächste Woche zu bestätigen. Ich leite sie weiter an Diane. Danke. Diane hier? Hi, Diane. Ich rufe an, um die... Inspektion zu bestätigen? Richtig. Hatten Sie Gelegenheit, meine E-Mail dazu zu lesen? Hatte ich. Sieht alles gut aus. Freut mich zu hören. Dann bis Donnerstag. Mhm. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Mhm. Das waren die Telefone. Lena, hallo Diane. Ich darf annehmen... So, das hatten wir schon. Ihre Emotion... Privatdetektiv HB. Bennett am Apparat. Hi, Bennett. Diane Jacobs hier. Lena sagte mir... Ja, hab Ihren Anruf erwartet. Okay. Ich bin nicht sicher, was wir als nächstes tun sollen. Geben Sie mir alle relevanten Informationen zu den fraglichen Angestellten. Name, Telefonnummern, Adresse, Lebenspartner. Wir übernehmen den Rest. Verstehe. Kommen Sie einfach vorbei. Mein Sekretär wird alles notieren. Niemand wird erfahren, dass Sie hier waren. Alles klar. Okay. Ich komme morgen vorbei. Wunderbar, bis morgen. Es ist so abartig, dass Typhon Leute beobachten lässt. Weiß jetzt nicht, was ich... Diane? Oh, hey Joe. Wie geht's? Gut. Richtig gut. So, das hatte ich schon. Typhon-Minengesellschaft, Diane hier? Diane, hier ist Jason. Hallo Deputy. Haben Sie gute Neuigkeiten für mich? Es sieht ganz so aus. Der normale Betrieb darf ab sofort wieder aufgenommen werden. Die Grube wird nicht länger als aktiver Tatort angesehen. Das ist eine große Erleichterung. Nur um deutlich zu sein, die Ermittlung läuft weiterhin und Typhon wurde noch nicht von den Anschuldigungen freigesprochen. Natürlich, ich verstehe. Der Grund, ey. Können wir wieder mit dem Abbau beginnen? Ja, die Arbeiten dürfen wieder aufgenommen werden. Gibt es sonst noch was? Nein, das wäre alles. Okay, danke für den Anruf. Ja, kein Problem. Machen Sie es gut, Diane. Ebenso. Scheint viel leichter zu sein, mit Mord davon zu kommen, als man hoffen würde. Aber ich hab doch jetzt alles.
Das wäre halt... Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Das hatte ich ja schon. Von diesen Inspektionen scheint nicht viel ab. Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Ja. Alter, dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Situation? Du meinst den Kerl, den du... Eine nette Art zu sagen, denkt, das ist die E-Mail, die Diane erwähnt. Er hatte einen Namen und ein Leben und eine Freundin und eine Schwester. Schwierig. Rhea wurde verdeckt. Ah, okay, ich hätte einfach nur auf das Ding klicken müssen. Gab es eine zweite Explosion? Was hat Lina gesagt? Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Es war eine Ablenkung. Sie haben die Explosion, die Gabe getötet hat, ausgelöst, um eine andere zu verheimlichen. Deshalb konnten sie nicht warten. Wenn ich rausfinden kann, wo die Sprengung durchgeführt wurde, sagt mir das vielleicht, warum sie so wichtig war. Und nicht noch mehr. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Eine zweite Explosion? Das ist ja voll das Bond-Bösewicht-Niveau. Ich wette, in diesem Moment hat Diane... Alter. Situation? Wie schade, dass Typhon nicht alle probiert. Moment. Heißt, wer hätte gedacht, dass mit einer... Und ich dachte, die Arbeit in einer... Das Timing ist einfach zu gut, als dass es wirklich ein Zufall sein könnte. Von diesen Inspektionen scheint echt... Was auch immer Typhon vorhatte, es sieht so aus, als wären sie... Ach, hier sind Dateien. Diane hat Akten über den gesamten Stadtrat von Haven. Das ist ja mal gar nicht gruselig. Typhon weiß von Eleanors Demenz? Scheiße. Die scheinen aber alles zu wissen, ne? Die wird nicht so sicher sein, wenn ich Jet sage, was an dem Abend wirklich passiert ist. Aufgrund der Rettung von 19 Höhentauchern während eines Einsturzes erachtet. Da setzen sie jeden als Ressource ein, um die Stimme anderer Stadträte zu sichern, falls nötig. Alter, die haben sich echt alles aufgeschrieben, ne? Die Einverständniserklärung kam mir doch gleich komisch vor. Den Arbeiten als Kleingeschäft in Haven. Charlotte wurde entscheidend dabei, Geschäftsinhaber und die 20 bis 30 Demografie zu Escape Chains Freundin. Hoffnungsloser Fall. Die Firmenleitung bewilligt ein finanzielles Angebot, der Teilzeit zu folgen. Armer Ducky. Das wusste ich nicht. Duckys Vergangenheit in Erfahrung bringen. Aber wir wissen, dass er kurz nach seinem Rücktritt seiner eigenen Firma der Streit mit seiner Tochter verursacht wurde, in Haven ankam. Was? Pike ist... Okay. Es gibt Wichtigeres zu tun. Okay. Das ist Rhea. Scheiße. Diese Karte ist zu klein, um zu sehen, wo es ist. Ich brauche eine Karte. Da, hast du eine Karte. Das ist der Ort des Typhon-Mineneinsturzes von 2008. Warum würden sie eine Explosion in ihrer jetzigen Mine auslösen, um einen ihrer alten zu verheimlichen? Also da wahrscheinlich etwas gefunden haben. Gab es nicht gerade erst Inspektionen in der alten Stätte von Typhon? Sie haben nichts abgebaut. Sie haben etwas begraben wollen. Ja, so kann man es auch machen. Das war's schon? Ernsthaft? Okay. Nur 2,5 Stunden? Also sind die Episoden tatsächlich kürzer? Okay. Ich verstehe. Alex hat Steph gewählt, um Diane abzulenken. 58%. Alex hat Charlotte ihre Wut genommen. Okay, 53% haben das gemacht. Aber das fällt mir echt auf, weil die alten Life Strange-Folgen, selbst die von Before the Storm, gehen mindestens 3 bis 3,5, 4 Stunden. Das sind jetzt gerade mal 2,5. Ich glaube, das liegt nicht nur an meinem Spielstil. Ich brauche für gewöhnlich verdammt lange für sowas.
bisschen wenig. Wir haben nur noch 2 Episoden. Naja. Achso. Okay, Alex hat Diane traurig gemacht. Achso, ja. Na gut, lieber traurig als wütend. Alex hat sich Brianna Lilac angehört. Oh, da war ich aber einer der wenigen. Das war aber auch reiner Zufall. Alex hat auf dem Dach etwas Unkraut gejätet. Ethan und Alex gingen im Kampf nie K.O. Haha, ich bin halt gut. Der Troll wurde mit magischem Puder verzaubert. Die meisten haben ihn getötet. Okay. Die Schlange wurde eingeschläfert. No. Steph ist aus der Wunde gestürmt. Ja, König Tabor wurde im Finalkampf besiegt. 100%. Ja, sehr geil. Riley hat von Eleanors Demenz erfahren. Alex hat das Lied, das der Student im Kopf umgeistert, nicht gespielt, weil ich sie nicht herausgefunden habe, welches es war. Alex und Ethan haben das Rätsel des Narren gelöst. Alex und Ethan haben dem Schmied bei seiner Arbeit geholfen. Oh Gott, nein, ich wollte... Nein, ich wollte nicht... Nein, ich wollte ins Hauptmenü. Oh mein Gott. Nein. Spiel. Darf ich ins Hauptmenü? Nein. Nein. Oh Gott. Ich wollte mir das noch nicht angucken. Ja. Oh Mann. Episode 4 würde ich dann erstmal... Oder würde ich dann nächste Woche machen. Ich würde dann jetzt einfach noch eine kurze Pause machen. Dann vielleicht noch eine Stunde irgendwas anderes spielen. Sofern ihr Lust drauf habt. Wenn ihr noch was anderes sehen wollt. Sonst könnt ihr euch natürlich auch schon weiterschicken. Nicht ganz bei euch. Ich kann einmal eine kurze... Ja. Darf ich? Darf ich eine Abstimmung machen? Darf ich? Ja, danke. Vielleicht auch richtig schreiben. Dö, 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 dö.